Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ja, im letzten Part haben wir eine Menge Sidequests absolviert. Vor allen Dingen ein paar lustige Karten für Kartenteile geholt. Und werden jetzt nochmal eben in dieses U-Boot reingehen, bevor wir uns dann zur Runden Bastion begeben. Na gut, eine Insel wartet noch vorher, aber das passt schon. Oh, hier warten wieder ein paar lustige Gegnerchen. Aber ich müsste doch eigentlich... Ach nee, ich muss erst die Gegner besiegen und dann muss ich da... Okay, ich sehe schon. Aber wenn wir jetzt unser geiles Master Sword... Wir können hier richtig schön aufräumen. So, der erste ist weg. Und der zweite auch. Autsch. Danke für den Rubin. Bam. So. Tschüss mit lustig, ihr Idioten. Pfeile. Ich krieg noch nicht mal von dem, dieses eine Ding. Naja, egal. Dafür ein paar Rubinchen. Rubinkes. Brauchen wir ja. So, dann hätten wir hier nochmal was. Nochmal eine Totenkopfkette, die brauchen wir natürlich auch noch. Da kriegen wir auch einen schönen, wenn wir auch schon belohnt für die. Ja, das reicht. Okay, und dann werde ich jetzt noch gucken. Ach, das war sogar unnötig. Wir hätten die sogar gar nicht besiegen brauchen. Naja, egal, was soll's. Kann man nicht ändern. So, das Spielchen kennen wir ja. Das haben wir jetzt schon zu Genüge bei Nico gespielt. Und das ist auch ziemlich einfach mit diesen Dingern geworden. Sehr einfach, aber ich möchte nur schon gerne etwas runter. So. Ja, es ist nicht schwer. Dauert nur ein bisschen. Nimmt halt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber ja, halt komm. Ja, das war jetzt natürlich nicht gut. Ich musste ja unbedingt direkt weitergehen. Es war natürlich so klar, es war so klar. Naja, auf ein neues... So, das passt schon direkt. Wir müssen jetzt einfach nur in die richtige Richtung schwingen. So. So, jetzt nochmal ein bisschen ausschwingen lassen. So, dann jetzt drauf und dann auf die andere Seite. Ist doch gar nicht so schwer. Ist doch gar nicht so schwer. Okay. Aber ich denke, jetzt müssten wir es doch machen müssen. Und ich glaube, es ist eine Schatzkarte, die wir kriegen, ne? Wenn ich mit Schatztruhen und Schatzkarten zubeballert. Aber gut, Truhen ist ja okay. Aber viele Schatzkarten, die wir im Moment kriegen. Wunderbar. So, dann können wir uns jetzt aufmachen nach, zurück. Und dann endlich zur verwunschenen Bastion. Wir wollen jetzt nämlich unsere Schwester befreien. Denn ich denke mal, Ganondorf hat sie genug geschikaniert. Oder die Leute, die da sind. So, genau, hier lang müssen wir. Gut, ihr seht schon, es gibt noch eine kleine Insel, aber Nintendo Gallery completed. Ja, das ist ein Spaß, das kann ich mir denken und das wird uns auch noch bevorstehen. Ja, gut, es ist eine kleine Insel hier, aber jetzt nicht so eine spektakuläre. Das sind ein paar Felsbrocken da und in einem, halt im mittleren, da ist da halt so ein Untergrund und da ist noch eine kleine Aufgabe, aber das ist auch geschenkt eigentlich. Aber den Kartenfisch, den hole ich mir eben zuerst. Oh, da habe ich schon gesehen, da sind schon Bombenfässer. Ja, Gandalf möchte uns schon so hier fernhalten von seinem Heimatort. Heieiei. Also von seiner Festung hier. Aber das kann er sich sparen. Das wird er schon noch merken. Das kann er sich richtig sparen. So, und das wäre auch erstmal der letzte Kartenfisch. Dann haben wir ja erstmal genug, würde ich sagen. Ein Feld vor der Wunschen Bastion. Das Eiland des Sternenstaubes. Und es sind auch ganz schön viele Felder, die wir haben. Das sind nicht mehr viele, die uns hier noch fehlen. Ah, kann ich jetzt gerade nicht nachgucken. Ja, Quatsch, nicht so viel. Ja, es sind noch 5, 6, 8, 10, 12, 13. Noch 13 Felder. Und das ist weniger als die Hälfte. Es gibt nämlich 49. Huiuiui.
Es gibt nämlich 49 Felder und wir haben nur noch 13 ja, zu machen. Das ist ein guter Schnitt, würde ich sagen. So, wir gehen direkt... Moment mal, nee, ich glaube, das ist schon hier bei diesem dicken Felsbrocken. Da müssen wir eine Bombe legen. Ja, oder auch nicht. Werfen ist keine schlaue Idee. So, denn hier ist ein Loch. Und da ist, glaube ich, auch nochmal eine Schatzkarte. Oder sogar ein Herzteil. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, oh. Jetzt kann ich euch bei denjenigen mal eine geile Technik zeigen. Na, aber das hat jetzt nicht geklappt. Das hier. Mit der Spezialattacke sind die mit einem Schlag down. Das finde ich geil. Hui. Ja, würdest du denn auch mal anvisieren, Link? Das fände ich schon nice. Oder wir machen es so einfach. So, so geht's doch auch. Meine Güte. Oh, die nächsten beiden Idioten, die jetzt hier auftauchen. Zwei Bockblins. Wow. Als ob ich vor euch Angst haben soll. Ihr seid doch sowas von minder bemitleidenswert. Und dann nochmal zwei Bockblins. Diesmal grüne mit Schwert und Schild. Oh, schön in den Rücken rein. Tschüss. So, noch irgendjemand dabei? Ja, nochmal zwei dicke, fette Schweine. Die Moblins. Als ob die auch noch was reißen können. Aber jetzt möchte ich noch eben hier das... Ich wollte sagen, ich möchte eben noch das... das Glücksamulett haben. Finde ich jetzt eigentlich weniger gut, dass ich nur noch so wenig Herzen habe. Naja gut, für den Notfall habe ich ja zwei Feen. Das ist ja jetzt nicht so das Problem, aber... Muss ja trotzdem nicht sein. Oder ich verwende Oma Suppe. Wahrscheinlich muss ich das wohl beim Boss machen, dann spätestens. Der verwunschten Bastion. Und der wird nicht gerade einfacher werden, das kann ich jetzt schon sagen. Aber wir haben wieder 125 Rubine, das ist schön. So, was haben wir hier? Ich denke mal, das wird eine Schatzkarte sein oder ein Herzteil. Eins von beiden. Es ist ein Herzteil. Damit haben wir vier darin und keins mehr im Sinn. Also eine neue Energie. Und das finde ich gut. Denn somit brauchen wir weder eine Fee noch Omas Suppe. Wunderbar. Wunderbar. Und ich merke auch, ich muss wieder speichern, weil es gleich zu einem Kampf kommt. Und wo wir dann nur... Naja gut, ich muss... Und dann muss ich wieder meine Kamera rauszücken. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Da ist das Bötchen. Naja, wir werden aber auch schon gegen den gegen diesen Kampf, das werden wir schon schaukeln. Nur ich möchte ihn halt auch direkt jetzt schon auf Kamera haben. Dann muss ich das später nicht mehr machen. Deshalb würde ich sagen, speichern, wenn wir angekommen sind. Diese Kanonenfässer da, boah, explodieren die erstmal. So, und jetzt geht's auf zur verwunschenen Bastion. Und vor allen Dingen gibt es dann auch ein Foto, was sehr, sehr wichtig ist, weil ich das nur da kriegen werde, nämlich den Boss hier. Und deswegen, oh, das sind wir. Verwunschene Bastion. Jedes Mal sieht sie ganz schön gefährlich aus und auch dieses Mal wird es nicht einfach dort. Vor allen Dingen, weil jetzt auch schon Kanonenkugeln kommen. So, und hier müssen wir hin, denn das müssen wir jetzt hier aufsprengen. Erstmal würde ich sagen, kümmere ich mich mal um die Dinger hier, weil die mich nerven. Und jetzt laggt's hier, warum auch immer. So, rein da. Oh, lag, 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 lag. Hat sich wieder wohl ausbalanciert. Immer diese Lags hier. Ganon weiß sicherlich bereits um unsere Anwesenheit. Aber du hast das Masterschwert auf deine Seite. Vernichte damit all deine Gegner und befreie deine Schwester. Sei furchtlos. Okay. Macht ja sehr viel Mut, wie er da spricht. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass das Tierfutter ist. So, ich werde jetzt mal eben speichern. Denn jetzt gleich wird es schon zum Zwischenboss kommen. So.
Ja, wir haben jetzt hier auch keine Fässer mehr. Es das heißt, wir kämpfen jetzt direkt. Hallo? Interessiert keinen mehr, dass wir hier sind. Ist zu. Hi. Ja, darf ich vorstellen, das ist Phantom Ganon. Wow, und da bleibst du mir erstmal weg hier. Ich möchte dich nämlich erstmal auf Foto kriegen. Ah, das wird sogar gezählt. Ich dachte, das wird nicht mehr zählen. Wow. Oh, jetzt kam er da sogar direkt hier vorne. Nein, 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 ich möchte jetzt mal ein Foto kriegen. Oder Moment mal, das ist doch ein idealer Moment. Na. Was? Nicht schon wieder. Jake, seine Kraft ist zwar erdrückend, aber du darfst ja keine Angst haben. Dein Masterschwert wohnt die Stärke in das Böse und alles der Welt zu verbannen. Wenn er seinen Angriff entgegenschleudert. Ja, das weiß ich auch. Mann, bist du schlau. Och, das habe ich doch gar nicht vor. Das habe ich doch gar nicht vor, den zu fotografieren, also anzugreifen. Ich möchte ihn erstmal auf Foto kriegen. Ja, greif mal an. So, jetzt mal richtig auf Foto. Ja, ich denke, das sollte in Ordnung sein. Wow. So, jetzt komm, mein Bester hier. Das ist immer noch nicht so toll. Das gefällt mir nicht. Das soll schon gut sein. So, das ist jetzt gut. So, und jetzt ausweichen hier. So, jetzt geht's dir an den Kragen, mein Bester. So, jetzt spielen wir mal schön hier Tennis, mein Freund. Boah, die F Effekte hier. Als ob ich Angst hätte vor dir. So, und jetzt kriegst du schön eine rein. Ah, der überlebt immer noch hier. Meint, der sei ziemlich geil hier, wenn ich ehrlich bin. Und ich sehe gerade, die Abkürzung ist wieder weg. Und die können wir jetzt auch nicht wiederherstellen. Naja, egal. Und irgendwie finde ich, dass er auch hier noch einfacher gemacht wurde, als es sowieso schon ist. Überlebt er immer noch hier? Hey, wow. Na, ah, kein Helmspalter, schade. Na, wie viel willst du noch reinhauen, reinbekommen haben? Ich wollte das geil machen. Ich wollte es jetzt einfach sein lassen sollen. Ich weiß nicht, warum ich immer stylen muss. Und eine Wirbelattacke machen wir. Egal, er ist besiegt. Oder wieder getroffen. Und tschüss, mein Bester. Meine Güte hier. Das hat wieder ganz schön genervt. Aber nur wegen dem Foto. Ja, anscheinend ist er aber nicht besiegt, sondern er flieht nur. Na, spitze. Fühlt sich mal wieder so richtig geil. Egal. Anscheinend können wir jetzt weiter. Und kriegen ein Dungeon-Item. Und das holen wir uns natürlich. Denn es ist was Geiles. Was sehr, sehr Geiles. Ich hätte wohl eher das Herzteil wohl später holen müssen. Noch nicht die Dinger, die Drecksdinger, die brauche ich nicht. Na egal, wir haben hier was Geiles. Den Stahlhammer. Du kannst mit ihm Objekte zerschlagen oder Hindernisse beseitigen. Schlägst du auf den Boden, kannst sogar manche Gegner kurzzeitig gefechtsunfähig machen. Oh, und euch brauche ich nicht hier. So, das Ding ist geil. Das ist richtig geil. So, was wollt ihr hier? Was habt ihr zu sagen? Gar nichts? Wunderbar. Bin ich gut. Boah, wie die aussehen hier, diese Stacheln, diese Stacheldinger hier. Boah, ist das grell hier. Hey, da. Dieses Rampenlicht hier. Haut doch alle ab hier, ich brauche euch nicht. So, wo war der nochmal? Oh, wird mir weg hier. Da oben, okay, das müsste. Nee, da müssen wir einen Raum weitergehen. Ah, lass mich. Und schon geht es uns wieder ziemlich miserabel. Naja, kann man nichts ändern. Immerhin müssen wir uns jetzt nicht verkriechen. Oh, was willst du denn hier? Ich habe nichts gegen Herzen einzuwenden, aber die kriege ich nicht mehr.
Das Einzige, was mich heilen wird, ist... Oh, hier brauchen wir auch unser Dekoblatt hier. Nichts mehr mit rüberfliegen. Also rübersteigen. Was man auch machen kann, hier so seitlich. Geht das noch? Ja, geht sogar noch. Okay, aber ich musste eine Kreisbewegung machen. Okay. So, und jetzt holen wir uns mal eben hier... Jetzt darf der eine hier erstmal abhauen. Weil der mit seinem blöden Scheinwerfer nervt. Ist das der Richtige? Ja, ist der Richtige, okay. Weil der wird uns wieder behindern. Selbst ob wir noch, selbst wenn wir noch hier weitergehen können. Ich denke, wir werden auch schnell sein und werden im nächsten Part auf jeden Fall spätestens mal ein paar Antworten erfahren. Aber mal gucken. Ich hätte nichts gegen einzuwenden, dass wir noch zum Boss kommen. Und vielleicht den dann sogar auch noch plätten, weil der Weg ist eigentlich nicht so weit. Autsch. Das war super duper. Wo muss ich lang? Genau, da muss ich runterspringen. So, dann geht's direkt hier weiter rein und sind wir eigentlich auch schon gleich da. Da, wo wir auch schon zu Anfang unseres Abenteuers waren. Wir kennen es ja sozusagen aus auf dieser verwunschenen Bastion. Sozusagen. Gut, das Headset finde ich jetzt richtig geil. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das Ding so viele Probleme bereitet, aber egal. Und was dieses Steinding da oben ist, mir jetzt auch scheißegal. Der kann ruhig denken, dass er mich aufhalten will, aber das tut er nicht. So, hallo, ihr Freunde. Ob ich Angst vor dir habe, oder was? Tschüss. Einfach mal runtergeschubst. Einfach mal hier so runtergeschubst. So, dann diese Treppen hier hinauf. Und da wartet, glaube ich, noch einer, ne? Oder warten da schon wieder diese nervigen kleinen Drecksdinger? Nee, der ist weg. Okay. Haut doch einfach ab. Das würde uns die Sache viel erleichtern. Einfach weitergehen, würd ich sagen. Einfach nicht von den Dingern aufhalten lassen. Ich wollte schon mal ein Dekoblatt rausholen. Wir haben nur noch ein Herz. Okay, ich habe nicht gesehen, dass der weg ist, aber ist mir egal. So, und jetzt braucht ihr mich nicht mehr zu nerven. So, jetzt gehen wir ja einfach nur schön hier entlang. Und kümmern uns dann, unsere Schwester hier zu retten. Ja, bitte, Link, weitergehen. Ich hätte nichts, muss nicht unbedingt anhalten hier. Das müssen wir nicht unbedingt machen. So, nochmal ein bisschen auffüllen hier, wo wir das eigentlich nicht brauchen. Ja, und dann würde ich sagen, wir haben noch genug Zeit, dann würde ich sagen, machen wir auch noch den Endboss hier. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Lass mich einfach in Ruhe. Du kommst hier eh nicht hoch. Wunderbar. Oh, aber mit einem Herz wird das ganz schön anstrengend hier. Soll ich es machen? Ich weiß nicht. Naja, gut, wenn nicht, wir haben ja auch unsere Fee. Von daher brauche ich da keine Angst zu haben. So, das Ding hier reinhauen. Und dann geht's auf. Unsere Schwester befreien. Wir haben einen dicken Hammer, da kann uns keiner was anhaben. Scheint ja nichts hier los zu sein. Wunderbar. Dann können wir sie ja jetzt endlich befreien. Kein nerviger Vogel hier. Jake! Dir geht es also gut. Das freut mich. Ja, da geht's auf. Na, wie geht die auf... So geht die Tür nie auf. Was macht ihr denn? Was machst du denn hier? Also die habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet und erwünscht. Unüberlegt, wie immer. Ja, und dann? Was kann ich für dich tun? Was hast du hier zu suchen? Hätten wir nicht diesen Riesenvogel für dich abgelenkt, dann hätte er dich wieder geschnappt und du würdest jetzt in deine Haut planschen. Ach so, ja gut, na danke schön. Danke schön. Irgendwas nicht in Ordnung? Dieses Schwert.
Wo hast du es her? Zufall. Bist du etwa... Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du sprichst irgendwie ein Rätsel, ist irgendwas nicht in Ordnung? Jedenfalls nehmen wir diese Mädchen hier in Verwahrung. Ihre Väter in der Stadt zahlen uns nämlich ein Vermögen für die Kleinen. Rührselige Wiede. Ich will euer rührendes Wiedersehen ja nicht stören, aber... Gibt es da nicht noch etwas, was du zu erledigen hast? Ja, dann machen wir das wohl mal. Mach dir keine Sorgen um sie. Ich werde sie wohlbehalten nach Hause bringen. Eigentlich sollte ich eine Belohnung von dir verlangen, aber dieses Mal will ich eine Ausnahme machen. Geht aufs Haus. Dein großer Bruder muss da noch etwas erledigen, weißt du? Er wird nicht lange brauchen, also musst du schön brav auf ihn warten. Verstanden? Jake. Captain, wir müssen uns beeilen. Dieser Riesenvogel ist auf dem Weg hierher. Gonzo, du kommst wie gerufen. Sie hier nehmen wir auch mit. Was? Aber sie ist doch... Tu, was ich sage. Ja, schon klar. Jake. Tschüss. Jake, sieh zu, dass du zurückkommst. Ja, du hast ja leicht reden. Oh, da ist er ja. Naja, jetzt Schluss mit lustig hier. Die ganzen Möwen, die hier noch sind. Ja, und jetzt können wir auch nicht mehr zurück, ne? Das ist ja super. Und da ist er, der Riesenvogel, oder auch Maskenkönig genannt. Und jetzt beginnt der Kampf. Und den machen wir auch noch in diesem Part. Aber vorher möchte ich speichern, was ich eigentlich hätte vorher machen sollen. Egal. Ich denke, das reicht auch jetzt. So, wir brauchen jetzt erstmal unsere Kamera und das Ding. Super. So, jetzt heißt es erstmal wegrennen. Wegrennen, nach oben rennen. So, es kommen auch noch ab und zu Gegner hier, die uns entgegenspringen, aber die sollten uns, nur irritieren. Und deshalb würde ich sagen, lassen wir die in Ruhe. Vor allen Dingen, weil der Vogel sowieso auch erstmal sich um die kümmert und nicht, sich nicht um uns schert. Sollten einfach nur rennen, rennen und rennen, rennen und nicht darauf irritieren, was die Gegner hier machen. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir nicht das Dekoblatt, sondern den Hammer auf Y. Wow, wow, wow. Der geht ganz schön ab für meine Begriffe. Wow. So, und jetzt rastet der so aus, der Vogel. Und stellt sich hier direkt uns in den Weg. Aber wenn du das vorhast, dann mach das. So. Ich denke, das war schön angenehm. So. Ja, ich glaube mal, den haben wir jetzt erstmal erledigt, das Thema. So, und was ist... Hier jetzt. Okay, wir sind auf der Spitze. Oh oh. Ja, schnell zugehen. Schneller. Ah, es war ja so klar, dass das wieder zu lange dauert, bis der Vogel nochmal rauskommt. Ja, aber natürlich müssen wir natürlich gegen ihn kämpfen. Denn sonst wäre das hier, sonst kriegen wir ja keinen Herzcontainer. Und die brauchen wir ja. Und außerdem brauchen wir auch noch ein Foto. Und das ist ein geiles Bild. Wunderbar. Das, denke ich mal, sollte ausreichen. So, dann komm mal her, mein kleines Vögelchen. Hau mal mit deiner Nase da rein, damit wir schön auf deine Maske gehen können. Ja, eigentlich ist dieser Vogel ziemlich unterbelichtet und kann gar nichts. Weil er denkt nämlich, wir seien sein Frühstück. Aber genau das nutzen wir ja aus. Weil er dann nämlich mit seiner ganzen Maske da im Boden stecken bleibt... Und dann halt nichts kann. Aber die Inszenierung dieses Kampfes finde ich so genial. Wow. Und dann knallt er mit dem Gesicht voll dagegen. So Idiot. So ein Idiot, das Ding. So dumm, das Ding. Wow. Ja, ich denke mal, langsam haben wir es begriffen, dass du dir nur deine Fresse aufhauen kannst. Und die ganzen Federn, die hier schon liegen. So, aber jetzt hier. Jetzt mach mal schön weiter hier. Wir wollen nämlich deine Maske zum...
zum Verlieren bringen. Aber jetzt möchte ich erstmal hier nicht an die Stacheln geweht werden. Autsch. Dann sogar getroffen hier. Sag mal, jetzt aber langsam gut hier. Bald brauchen wir noch eine Fee, wenn es so weitergeht. Jetzt komm hier. Ey, du willst mich doch verarschen hier. Wow, es war gerade nochmal so. Jetzt komm, jetzt sitz doch mal hier. Oh, du willst mich doch verarschen hier. Immer schön gegenrollen, das ist das beste Mittel. Wow. Sag mal, willst du mich echt verarschen hier? Würdest du mal jetzt langsam nochmal deine Nase hier reinhauen? Oh, willst du mich verarschen hier? Alter, ich glaube, ich bin zu nah dran. Ich denke mal, das mag er nicht, wenn ich so nah an ihm ranstehe. Gut, dann machen wir halt mal ein bisschen mehr Platz. Geben wir mal ein bisschen mehr Platz. Wunderbar. Doch. Langsam regst du mich auf. Komm her, Komm her, du dummes Drecksding. Du. Oh, ihr wollt mich verarschen hier, habe ich langsam so ein Gefühl. Mach doch mal endlich wieder deine Nase rein in den Boden. Hämmer die doch mal endlich mal wieder rein. Vielleicht bewege ich mich einfach gar nicht, wenn ich in seiner Nähe bin. Und mach gar nichts. So. Geht doch. Bam. Oh, das Ding überlebt immer noch einen. Ha, aber nicht, wenn er zum zweiten Mal rangeht. So, Maske weg. So, und jetzt haben wir mit unserem Masterschwert hier leichtes Spiel. Die Maske ist weg. Und jetzt kann das Ding gar nichts mehr. Wir sind schon bei fast 30 Minuten. Na, und damit darf ich meine Fee benutzen. Egal. Ist die dann auch weg und sind wieder voll. Tschüss. Das waren schwache Leistungen. Auch wenn ich die Fee verwenden musste, aber das lag nicht an diesem Vogel. Das lag an diesem Ritter davor. Und die ganzen Scheinwerfer nochmal drauf. Bam. So, der muss jetzt uns erstmal nicht mehr nerven. Wunderbar. Die Schachen sind weg. Was wartet hier? Das wird die spannende Frage sein. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen gegen diesen Mega-Kampf, gegen dieses Mega-Ungetüm von Maskenkönig. Im nächsten Part werden wir hier hochgehen. Na gut, das machen wir jetzt schon. Aber werden wir gucken, wo Ganon sich auffällt. Hier stand er ja neulich. Und hat uns in die Weiten des Meeres geschickt. Ob er hier hinter dieser Tür ist, wir werden es im nächsten Part sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss, euer Jack 125.